Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FIFAplays.de. Und heute, meine Freunde, reden wir mal wieder über den FC. Ich hatte es mehrmals in den Kommentaren stehen. Fabio, mach doch mal ein Video, wo du 5 Transfers nennst für den FC, die du begrüßen würdest, die du gut findest, die du als machbar empfindest. Und dann habe ich mich mal hingesetzt, habe mir mal angeguckt, an was für Leuten wir so in letzter Zeit dran waren und sind. Und habe dann mal so die 5 rausgesucht, wo ich halt glaube, dass die halt realistisch sind, dadurch, dass wir da dran waren, aber auch theoretisch finanzierbar oder erreichbar wären, obwohl sie nicht im Gespräch sind. So ein Mix daraus habe ich gefunden. Wir haben jetzt einen Defensivspieler und den Rest sind Flügelspieler bzw. Stürmer. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr davon halten werdet. Wir fangen mit der Nummer 1 an. Und das ist ein Verteidiger, spielt in der zweiten Bundesliga bzw. hat in der zweiten Bundesliga gespielt, ist ablösefrei zu haben. Es handelt sich um Lukas Mühl vom 1. FC Nürnberg. Der Mann ist 24 Jahre jung, ablösefrei zu haben. Vertrag bei Nürnberg verlängert er nicht, er will den nächsten Schritt machen. Ich glaube, ein guter Junge. Nürnberg hat natürlich jetzt keine so gute Saison gespielt, muss man sagen. Nichtsdestotrotz glaube ich, ein Junge echt mit viel Potenzial. Und natürlich, den hätte ich auch ins Video packen können, könnte man natürlich auch Timo Hübers verpflichten von Hannover, der sich ja angeblich sogar schon für Köln entschieden haben soll. Ich habe hier allerdings Lukas Mühl gewählt, weil mir, wie soll ich sagen, die Statistik der letzten Jahre bei Lukas Mühl etwas mehr Hoffnung macht, dadurch, dass der Mann halt einfach sehr wenig Verletzungshistorie hat, im Gegensatz zu Timo Hübers, der schon 2 Kreuzbandrisse hat. Nichtsdestotrotz, beide wären ablösefrei. In meinen Augen kann man mit ablösefreien Spielern nie was falsch machen, selbst wenn sie kacke sind. Kriegst du schneller wieder los, wie wenn du jemanden für 3 Millionen holst und der nichts mehr kann oder nichts kann. Das war die Nummer 1. Wir kommen zur Nummer 2 und der Mann spielt auch beim FC Nürnberg und es ist Robin Hack. Ja, Robin Hack war letzte Saison schon kurz vorm Wechsel zum FC, ist dann im Endeffekt an der Ablöse gescheitert, weil Nürnberg bis zu 7 Millionen Ablöse haben wollte. Ich denke, das Ganze wird sich jetzt etwas ändern. Robin Hack hat zwar keine schlechte Saison gespielt an sich, von seiner Statistik her, mit, 12 Scorer-Punkten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber der Mann hat jetzt nur noch 2 Jahre Vertrag. Wir haben alle eine komplette Corona-Saison hinter uns. Deshalb glaube ich nicht, dass man da nochmal 7 Millionen Euro verlangen kann. Und selbst wenn man es würde, wäre das, glaube ich, theoretisch möglich, da wir ja mindestens 2 Leistungsträger verkaufen wollen und werden und leider müssen. Deshalb, glaube ich, wäre der Mann A, finanzierbar und B, genau das Richtige für das Steffen-Baumgart-System. Da werden die nächsten Spieler, werde ich auch nochmal drauf zurückkommen, das Steffen-Baumgart-System ist läuferisch intensiv und der Mann steht halt auf schnelle Leute. Da haben wir halt so Leute wie halt Drexler, Benno Schmitz, die passen halt 0,0 da rein. Und deshalb brauchen wir halt am Flügel Leute, die Tempo haben oder halt in der Spitze. Robin Hack ist jemand, der beide Positionen spielen kann, beziehungsweise beide Außenpositionen hinter den Spitzen und in der Spitze spielen kann. Also er ist noch sehr variabel, er ist jung, er ist entwicklungsfähig. Deshalb für mich auf jeden Fall in dieser Liste. Und um dann mal von Deutschland wegzukommen, kommen wir zu Nummer 3 und das ist Francis Amouzou. Wird vielleicht nicht jedem was sagen, U21-Nationalspieler von Belgien, bei Anderlecht schon mit Bono zusammengespielt, super Kicker, beidfüßig, klein, schnell, ist ein Linksaußen, ist bei Anderlecht zwar nicht immer gesetzt, spielt nicht immer jedes Spiel über volle Distanz, kommt auch ab und an mal von der Bank. Marktwert wird auf 3,5 Millionen tendiert.
21 Jahre jung, der Mann. Ja, und ich glaube, dass wir gerade auf dem Flügel halt einen kleinen Mann mit Tempo und Skills sehr gut gebrauchen könnten. Und vor allem auch für das System Baumgart, wie ich eben schon mal angeschnitten habe bei Robin Haag. Glaube ich, dass wirklich da beim FC wohl die größte Baustelle ist, weil du hast mit Jakobs jemanden, den du wahrscheinlich abgeben willst, damit du halt Geld generierst, wobei ich persönlich Jakobs immer noch als Linksverteidiger sehe. Ich finde ihn offensiv, ja, ich will nicht sagen technisch limitiert, er kann schon technisch was, aber ich finde, man sieht bei ihm schon eher, dass der Mann ein Linksverteidiger ist, als ein Flügelspieler. Und da muss halt ein reiner Flügelspieler her. Und das wäre halt Francis Amouzou. Und Robin Haag hat halt einen Vorteil, er ist noch variabler. Und Amouzou ist halt ein reiner Flügelspieler. Nichtsdestotrotz sehr interessanter Mann, der sich in meinen Augen auch noch sehr gut weiterentwickeln kann. Und solltest du vielleicht Jakobs und Skiri verkaufen und Bono bleibt, hast du halt einen Mann, der den Mann auch noch gut integrieren kann, und die beiden verstehen sich halt. Das weiß man aus der Zeit bei Anderlecht. Das ist meine persönliche Nummer 3, meine Freunde. Und dann kommen wir zur Nummer 4. Und das ist Lee von Kiel. Ja, Lee von Kiel, meine Freunde. Wir haben in der Relegation gegen Kiel gespielt. Haben uns dann überraschenderweise Gott sei Dank im Rückspiel ganz klar durchgesetzt. Haben dadurch die Klasse gehalten. Auch wenn die Kiel-Fans sich davon nichts kaufen können, unterm Strich steht eine sehr starke Saison von Kiel mit sehr, sehr vielen Spielen am Ende, was halt auch viel Kraft gekostet hat. Und ja, neben Sera, Lee wohl der Spieler, der absolut da rausgestochen ist, der in meinen Augen ein Riesenfußballer ist. Natürlich vielleicht nicht auf dem Niveau, aber mich irgendwie mit seiner Spielweise so ein bisschen an Kagawa in seinen Anfangszeiten bei Dortmund erinnert. So, bewegt sich immer gut zwischen den Schnittstellen vom 16er, kann die Bälle verteilen, kann selber Tore machen, wie man im Rückspiel gesehen hat, zur Not auch per Kopf. Also ist echt ein kompletter Spieler, ist natürlich schon 28 Jahre alt, aber ist doch auch schon in der Offensivreihe relativ variabel einsetzbar, außer jetzt vielleicht in vorderster Front als Spitze, aber ich denke, der Mann, der bringt doch schon wirklich viel, viel Potenzial trotz des Alters mit. Es wurde vor Wochen berichtet, er sei sich nahezu einig mit Hoffenheim. Ich habe recherchiert, dem ist nicht so. Der Mann ist immer noch ablösefrei zu haben, noch hat er keinen Verein. Deshalb, wie gesagt, für einen klammen FC ohne Spielerverkäufe, ablösefreie Deals halt Pflicht. Und ich glaube halt, dass Lee wirklich ein Spieler ist, der auch irgendwo antreiben kann und eine Mannschaft so mit seiner Spielweise halt ankurbeln kann, und dass vielleicht so ein Spieler uns vielleicht helfen könnte. Natürlich haben wir als Zehner an sich auch noch Duda, aber ist halt auch so die Frage, ob du den Mann nicht vielleicht sogar auch verkaufst. Er ist ja auch auf der Liste der Namen, den man vielleicht bei einem Angebot verkaufen würde. Deshalb müssen wir mal abwarten. Lee auf jeden Fall trotz allem auf meiner Liste, auch wenn er ein reiner Zehner ist, also nahezu reiner Zehner ist. Ja, und dann kommen wir zur Nummer 5, was irgendwo ein bisschen ärgerlich ist, aber in meinen Augen gehört der Mann absolut ganz klar auf diese Liste, und das ist Chris Führich. Ja, meine Freunde, Chris Führich, beim FC in der Jugend ausgebildet, ist ein Kölner. Hat man damals leider nicht drauf gesetzt. Man hat den Mann weggeschickt. Er ist dann in die U21 von Dortmund gewechselt. Hat da eine ganz gute Saison gespielt. Wollte dann den nächsten Schritt machen. Wurde jetzt zu Paderborn ausgeliehen. Kennt daher Steffen Baumgart. Kennt das System. Und war diese Saison der überragende Spieler bei Paderborn. Zig Tore gemacht. Zig Vorlagen gemacht. Links außen gespielt. Rechts außen gespielt. In der Spitze gespielt. Also Führich genauso wie Haag. Sehr, sehr variabel, kann offensiv auf jeder Position spielen, und ich glaube, dass der Mann auch nicht allzu teuer sein dürfte. Klar, er steht noch bei Dortmund unter Vertrag, aber ich glaube, dass du den Mann schon für eine Ablöse kriegen kannst, die wahrscheinlich unter der Ablösesumme von Haag liegt. Dadurch, dass Haag U21 gespielt hat, dadurch, dass Haag schon einen etwas höheren Marktwert hat,
und schon länger zweite Bundesliga zumindest spielt. Bei Fürich war es ja das erste Zweitliga-Jahr, was halt direkt komplett eskaliert ist. Deshalb muss man den Mann auf der Liste haben. Und ja, um diese fünf Transfervorschläge nochmal zu komplettieren, würde ich persönlich sagen, wir brauchen auf jeden Fall für das Baumgart-System schnelle Flügelleute, vorne vielleicht auch einen, der mal in die Spitze stoßen kann oder halt auch mal in, je nachdem gegen welchen Gegner es geht, in der Spitze agiert. Das könnte man zum Beispiel mit Führich und Hack. Man hätte mit Lee einen spielgestaltenden Spieler, der halt offensiv auch relativ variabel ist. Man hat mit Lukas Mühl einen ablösefreien Innenverteidiger, wo man, wie gesagt, auch Hübers holen könnte oder vielleicht sogar Wirt. Man ist ja relativ weit bei dem Mann. Ja, und mit Francis Amoo so eine Wundertüte aus dem Ausland, der meiner Meinung nach aber viel Tempo und Qualität mitbringt. Ja, ich habe versucht, so die realistischsten Transfers rauszusuchen. Ich hatte noch Meiner von Hannover, hatte ich noch auf der Liste, den hätte man hier vielleicht noch einfügen können. Wie gesagt, Hübers hätte man noch einfügen können. Ja, und dann hatte ich halt noch so Sachen im Kopf, aber die sind in meinen Augen sehr unrealistisch, wie Niklas Dorsch. Der wird aber nach der krassen U21-Europameisterschaft unbezahlbar für den FC sein. Ja, deshalb habe ich mich für die fünf Transfers entschieden, in meinen Augen die realistischsten und machbarsten für unseren Club. Mich würde jetzt zum Schluss noch interessieren, wen glaubt ihr, wer davon ist realistisch? Wer davon glaubt ihr, kommt im Endeffekt zum FC? Oder habt ihr selber Ideen, wen man verpflichten könnte oder vielleicht sogar leihen könnte von irgendeinem Top-Club vielleicht sogar, der ein bisschen Spielpraxis braucht? Oder habt ihr vereinslos irgendeinen Spieler, wo ihr sagt, den könnte man vielleicht holen, der wäre finanziell stemmbar oder würde in den Verein passen? Würde mich auf jeden Fall interessieren, Freunde. Lasst mir wie immer gerne positive Bewertungen da und in den nächsten Wochen werden immer wieder FC-Videos und FC-News kommen. Schaltet euch auf den Laufenden, meine Freunde. Haut da rein und ich bin raus und ciao.